Ne? Und vielleicht gehen die dann gleich sogar noch einen Schritt weiter, denn dieser Klaas hat sich ja auch mit dem Bösen beschäftigt. Er hat ja viel über Rechts geschrieben. Ne? Und wer sich mit dem Bösen zu sehr beschäftigt, da färbt das Böse halt auch ab. Ne? Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Lehre. Ne? Also er hat angefangen als idealistischer junger Journalist. Ne? Aber dann hat er über Pegida geschrieben, AfD, Trump. Ne? Aber wenn man zu dicht ans Böse kommt, ne, dann kann das leider halt auch abfärben. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen die Lehre, die ich aus diesem Skandal ziehe. Ja, das Böse hat halt doch seinen Effekt. Ne?